Wir haben das EWZ Klimacamp initiiert, weil wir junge Menschen, die Generation Z, die sich ja für Nachhaltigkeitsthemen durchaus begeistern lässt, an die Immobilienwirtschaft ranführen wollten, weil sie diese Branche als wichtigen Akteur im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und wir wollen sie auch sensibilisieren, dass der Klimaschutz auch seinen Preis hat und wir auch ein zweites Nachhaltigkeitsthema bearbeiten müssen, nämlich die Bezahlbarkeit des Wohnens. Hier geht es um soziale Nachhaltigkeit. Und wenn uns das nicht gelingt, entsteht ein gigantischer gesellschaftspolitischer Sprengstoff. Dafür braucht diese Branche intrinsisch motivierte Nachwuchskräfte, die mit Spaß und Kreativität diese großen Aufgaben angehen. Ich nehme mit aus dem Klimacamp, wie wichtig es ist, auf jeden Fall bei Gebäuden auch auf Nachhaltigkeit zu achten, insbesondere zum Beispiel durch Wärmepumpen, dass es sehr wichtig ist, dass man auf sein Heizverhalten achtet oder auch, dass die Herstellung oder beziehungsweise die Modernisierung von Gebäuden, dass man da auch sehr auf die Nachhaltigkeit achten kann, da man so der Umwelt einfach etwas Gutes tun kann. Am Ende des Klimacamps nehme ich auf jeden Fall mit, viele Erfahrungen, viele neue Leute kennengelernt, viele Leute aus dem Bereich Klima, aber auch von anderen Wohnungsunternehmen, wo man bei verschiedenen Workshops oder auch Exkursionen gesehen hat, okay, wie setzen die das Ganze um. Es gibt viele Aspekte in der Immobilienwirtschaft, die mit Nachhaltigkeit zusammenhängen und die wurden hier beim Klimacamp sehr gut thematisiert. Man hat uns neuere Heizmethoden beigebracht, wir haben gelernt, wie Wärmepumpen funktionieren, ja, wie schwierig es ist, die aktuellen Ziele von der Politik umzusetzen und vielleicht auch ein Stück weit unmöglich, aber wie jeder seinen Teil tut, um diese Ziele zu erreichen und um am Ende dahin zu kommen, wo wir alle hinwollen. Also am besten gefallen hat mir eigentlich die verschiedenen Möglichkeiten oder die verschiedenen Arten, wie wir eben uns dem Thema angenähert haben. Also wir hatten ja tolle Vorträge, wir hatten hier Workshops interaktiv, wir hatten aber auch wirklich konkrete Besichtigungen. Das EWZ Klimacamp ist eine tolle Idee, weil wir Mitstreiter brauchen, die uns helfen, die Herausforderungen, die uns ins Haus stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu bewältigen. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie viele junge, motivierte und engagierte Leute hier zusammengekommen sind. Liebes EWZ-Team, danke für die Initiative zum EWZ Klimacamp 2023. Die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz sowie bezahlbares Wohnen, die gehören zusammen und müssen gemeinsam gedacht werden. Nur so können wir es schaffen, die Ziele beim Klimaschutz langfristig auch wirklich zu erreichen. Aber wir dürfen dabei nicht außer Acht lassen, dass Wohnen bezahlbar bleiben muss. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir die junge Generation nicht nur für die Themen begeistern, sondern die junge Generation muss aktiv eingebunden werden. Schließlich geht es um ihre Zukunft. Deshalb beide Daumen hoch und nochmals herzlichen Dank für diese tolle Initiative. Weiter so. Und schon jetzt alles Gute für das nächste Klimacamp.